Mahlzeit, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Transportfieber. Ja, genau, das hat meine letzte Folge nicht gefallen. Das will ich dann noch ein bisschen neuer machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Es tut mir nicht Not, dass wir erst durch den Ei fädeln. Ich muss lieber, dass ich es da irgendwo gewuppt krieg. So zum Beispiel. Das gefällt mir jetzt persönlich besser. Natürlich müssen wir da noch durch. Ja. Ja. Sogar noch ein bisschen anders da. Und dann müssen wir dort auf. Sollte man schon wissen. So, machen wir den Buckel da weg. So, das setzen wir da noch fix die Signale. Da innerher. Das kann jetzt schon. Ja. Im Endeffekt muss der da aufpassen und der da das E-Signal da. Ja. Dann würde ich mal sagen, können wir die Linie setzen. So. Nach dem Speichern natürlich. AGZ habe ich es genannt, ne? Also ich habe gar keine Ahnung, wie das Kaffee ist. So, Ziegel Rehbach. Wo fahrt du her? Na, das wär's schon mit dem.
wieder zu Baumatz. Hier, hier, hier. Und wieder zurück. Baumatz, Karl Rehbach. So. Wiederzug. Baumatz. Weiler Neupotz. So, da kann man ja einer rausschicken, aber da braucht man noch die Frage. Wo setzen wir so die Bohle hin? Da habe ich das so kleines nehmen. Das wird lang. Oh Himmelswille, was ist das? Das wissen wir doch lieber. Dann setzen wir doch rein. Und das sind doch durch. Muss aber gegebenenfalls halten, wenn irgendwas kommt. Okay. Dann entwerfen wir mal den Steintransport. Da ich mal gucken, was die interessant. Also Steinlieb können die Container nicht liefern.
Steine, die aber können 120 km/h. Stein 120. Also mit 120 kann man schon. Entschuldigung. Ah, ich bin krank. So, 125. Hat er da gut die Zugkraft, kann man im Sender. Wir kopieren den nach klein, lassen zwei durchfahren, egal, ne? Was sind wir denn, ne? Ach, 120. Ja, ich will ein bisschen durcheinander machen, damit es gut schön aussieht. Ja, ich anzeige von dem Zug. So. Wo waren wir? Wir haben 78. Wie viel haben die anderen? 17 und schon ein bisschen mehr. Ach, steht da irgendwas, wie groß sie sind? 240. Okay, also haben wir noch Platz eigentlich, ne? Ja, dann machen wir schon gut groß. Wo waren sie denn? So, oder noch einer? Nein. So, dann du mal gleich mal Klone. Siegelreber. Okay, wenn der einer dann, sag ich mal, drüber ist, dann schicken wir den anderen auch los. Okay. So, jetzt sind anderen zwei. Ich würde auch sagen, weil das schon eine gute Strecke ist, dass mal jeden von den erstellten Zügen Klone tun. Ja. Ja.
Und genauso machen wir das. Gucken wir erstmal wieder bei den Wegen, weil das ist ja immer das. Man braucht kein 2 km/h Lok zu holen, wenn man eh nur 120 fahren kann. Deine Baumaterialien mit auf 120 km/h. Der nimmt mit 120 km/h. 160 kennt der schon. Das ist ein Standardwaffe, ne? Der kann auch 120, 160 können die. Ja, von denen haben wir viel über. Machen wir so, stellen wir seinen Zug zusammen. Machen wir es mal also 160 Rheinland-Pfalz-Takt. Herrlich, oder? Was macht der? 160. Die Schweizer. Das wäre 30, fahren wir mit. Was macht der? 160. So einer. Ich glaube, wo wir fliegen, oder? 300 kann der ziehen. Der kommt schon 450, kann aber nur haben 100 km/h, das brauchen wir ja nicht. 300. Die sind halt schon fett mit 54, aber schon an 100 Kammer. Naja. Na, nehmen wir die jetzt. Man sagt die Doppelcontainer-Dinger. Der ladet auch nur Baumaterial. Ah, was mache ich? Okay, gut, das könnte ich auch nachträglich einstellen. Dann machen wir das nachträglich. Baumaterial, weil noch Einsteller sitzt. Na, das ist einiges. Klonummer. So, da wird dasselbe Spiel. Warte mal, bis er hier oben gekommen ist. Jetzt kommen sie. Ah, hab ich es beide weggeschickt?
Bleib du mal. Ozean Blaupilz. Ja, das könnte ich gut kombinieren mit einer Ozeanblaue Waggons. Das sind ja nur 80 km/h gehen, gell? 160. Rein Cargo. Das können wir machen. Ah, scheiße, nur 140. Mal putzen hat euch gleich ohne. Okay. Oh, Entschuldigung. Ah, das werde ich rausschneiden. Da war ich wieder zu früh. Ah, ich habe volles Kratz im Hals. Okay, ihr Lieben. Wir sehen beim nächsten Mal. Hau mal der andere Zug drauf. Ja, also. Bis bald. Ciao.